Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier bei der Händlerin Opal, da ist sie. Opal. Hey, Plünderer, lass uns handeln. Ja, hey. Wir haben eine Frage. Ist es okay, wenn ich deine Werkbänke benutze? Nur zu, aber pass auf, dass du nichts kaputt machst. Okay, vielleicht. Ich schau nur mal. Ja, leider hat sie aber keine Laborstation und schlafen können wir leider auch nicht bei ihr. Sehr schade. Und auch sonst, ich hätte gedacht, wir können dort schlafen. Naja, und auch sonst gibt es hier, glaube ich, in der Nähe nichts, wo wir schlafen gehen könnten. Zumindest haben wir hier nichts gefunden. Und keine Laborstation. Ja gut, Essen könnten wir zubereiten, aber wir haben andere Sorgen. Naja, Sorgen, wie man es eben nennt. Jetzt ist es aber wieder nicht so. Moment. So schön ruckelfrei wie in der letzten Folge. Aber gut, da habe ich ja noch nichts Negatives in letzter Zeit drüber gehört. Also bei den Aufnahmen ist es wohl wesentlich ruckelfreier als jetzt bei mir. Die Menschheit ist gerade so unverwüstlich. Sie klammert sich trotz allem ans Leben. Es ist die Pflicht von uns allen, ihr Überleben zu fördern. Komm weg von den Hirschen. Da wollten wir doch gar nicht lang gehen. Ja, da müssen wir doch durch das verstrahlte Gebiet so ein bisschen. Oh, Moment mal. Ja, so ein bisschen wenigstens. Nach Covenant zieht es uns erstmal, bevor es dann nach Far Harbor gehen soll. Hast dich verpisst, was? Da draußen ist wer? Ein Bär vielleicht. Hey, was ist das denn hier? Wir sind in der Nähe von Good Neighbor. Scheinbar. Hier sind wir aber auch schon mal gestorben. Was zum Teufel war das? Hätte sie schnell schießen sollen vielleicht. Wäre das besser für sie gewesen, aber... Naja, sollen wir nochmal zurück und Tunnel betreiben? Nein. Da unten leuchtet irgendwas schön. Grün. Liegt da ein Raider neben irgendwas Leuchtenden? Irgendwas leuchtet doch da. Es kann alles Mögliche sein. Maulwurfsratten. Freunde? Freund oder Verein? Ich weiß schon Bescheid. Komm schon her, du Wichser! Zu spät. Kein Kampf. Das ist doch gut. Kein Kampf. Scheiße, was war das? Wir sollen hier, glaube ich, nachts nicht hergehen. Das ist irgendwie... Da leuchtet doch so viel. Ah, sieht mir aus nach einem Meierlurk. Und da brennt es auch etwas. Genau, Curry, sag denen das mal. Wir gehen schon mal weiter. Du kommst danach, ja? Du kennst dich ja aus mit dem, was du da machst. Oder sollen wir mal rumgehen hier? Komm, wir gehen mal rum. Guck mal, was hier los ist. Dinge verlassen die nähere Umgebung. Sie ist nicht zu stoppen! Oh, Curie, habe ich dich wieder getroffen? Ich fühle mich schon. Wir scheinen unter Feuer zu stehen. Ja, jetzt nicht mehr, Curie. Ich habe dich schon gestimpackt. Oh, da ist doch einer. Beende Kampfprotokolle. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade Scheiße, das ist
Hast du das gehört? Ich hab was gehört, Curry, aber wo kommt es her? Hast du wieder was eingesammelt? Würde sich lohnen, nochmal nach Opal zurückzugehen? Das ist ja noch einer. Nicht wegrennen, nicht wegrennen. Ich sage noch, nicht wegrennen. Das ist kein echter Bär, das ist nur ein Kostüm. Hey. Irgendwas Großes, ich sehe noch in der Nähe. Irgendwo. Na, wir gehen lieber weiter. Es ist mir zu dunkel hier alles. Aber Curry, guck mal, was da ist. Wir können hier schlafen gehen, Curry. Na endlich! Hast du gut geschlafen, Schatz? Aber natürlich. Immer doch, Curry, mit dir. Und weiter geht's. Aha, irgendwas Nukleares oder irgendwas mit Plastik drin war da drin? Plastik? Waffen. So viele Waffen. Da, Supermutant. Vorsicht. Vorsicht. Oh, der hält was aus. Der war ja auch ganz schön groß. Da scheint mir aber immer noch irgendetwas groß. Da ist doch noch was. Irgendwas Großes ist noch in der Nähe. Komm, wir hauen ab hier. Bei Nacht ist mir das viel zu gruselig hier. Da liegt wer. Waren wir das vielleicht? Ist das hier nicht? Geht das hier nicht rauf nach Opal wieder? Nein. So weit oben hat sie nicht. Okay. Da hat sie nicht gewohnt. Und? Na, ist ein Teddy am Steuer? Nein. Kein Teddy am Steuer, okay. Wer ist das? Ah ja, ein Voltec-Laborarbeiter. Gut, wir werden Folgendes tun. Wir trinken oder essen erstmal eine Kleinigkeit. Aber keine Kleidung essen. Ein Bierchen. Und so ein Steak. Ja, muss glaube ich gar nicht unbedingt sein, aber okay. Ein Blutkäfersteak. Blutkäfersteak. Halt, Moment. Hier kamen wir her. Was ist das? Wow. Mit Hund. Höllenhund. Ein Mutantenhund. Sei vorsichtig, Curry. Nichts gewesen. Na, da sind ein paar mehr. Oder ist das nur er mit seinem Hund? Die sind nur zu zweit. Komm. Jemand da? Gut gemacht. Oh yeah. Des Jägers Rohrzange. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Tiere. Aktuelle Mods Standard. Schaden 424. Geschwindigkeit Mittel. Gewicht 2. Wert 150. Das nehmen wir mit.
Natürlich nehmen wir das mit. Aber ich glaube, wir laufen hier falsch, oder? Ja. Ich habe mich einmal gedreht und da habe ich so ein bisschen, aber auch nur ein bisschen, die Orientierung verloren. Wir finden den Weg schon wieder gleich. Ich bin dafür, dass wir erstmal hier entlang laufen. Im Moment sieht es alles aus wie graue Häuser und sowas. Good neighbor. Vielleicht. Wow. Nicht. Lass das. Oh, gefährliche Tür. Pierwood Residences. Sind wir schon mal durchgegangen? Ist abgestürzt, der Titel. Dann also gefährliche Tür. Da gehen wir jetzt nicht nochmal rein. Curry. Komm, weiter geht's. Wir laufen hier nur im Kreis die ganze Zeit. Ach, hier sind wir. Hier waren wir aber schon mal. Oh, es wird gleich zum Kampf kommen. Schon geschehen. Zu spät. Wir sollten diese Protokolle später auf relevante Daten prüfen. Gut. Prima. Na, Curry, wie viele vermutest du hier? 4? 5? Na, jetzt nur noch. Warst du das gerade? Ist doch nicht schlimm. Wir wischen das später auf. Moment. Da bewegt sich was. Haha! Noch erwischt! Beweg dich nicht so schnell! Bleib stehen! Lass dich einfach erschießen. Das würde uns die Sache viel einfacher machen. Kampfhandlungen werden fortgesetzt. Ja, ich glaube auch. Wir brauchen ja nur ungefähr die Richtung zu treffen mit den Dingern. Deine Vitalparameter sind noch im akzeptablen Bereich. Der hat aber seinen Arm verloren, glaube ich. Ach so, ein Rollstuhl. Seid doch nicht immer so aggressiv. Seid nett zueinander. Und zu uns vor allem. Wo seid ihr? Da oben irgendwo? Ja, bestimmt. Och, die Emma war eigentlich auch ein ganz schönes Gebäude hier. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Rede weiter. Wir folgen schon. Deine Stimme, wo bist du? Ach, hier ist doch keiner. Die tun nur so, als wären sie hier. Wow. Ist aber hier, die haben echt viel Platz. Die haben sich das schön hergerichtet hier. Ach komm, Curry. Das lenkt uns zu sehr von unserer eigentlichen eigentlichen Aufgabe ab da oben? Wo ist denn hier? Da ist doch keiner. Da unten waren wir auch schon. Vor ein paar Folgen mal. Was zum? Vielleicht ist sie unten. Da unten irgendwo. Wir denken, sie ist oben. Curry, ich sag mal, lass uns abhauen. Irgendwie meine ich, es lohnt sich nicht, für eine hier so einen Aufstand zu machen. Ja, aber die hat vielleicht dann den Helm wieder. Den Kampfrüstungskampfhelm.
Nee, komm, wir hauen ab. Ist jetzt egal. Was? Die steht direkt über uns wahrscheinlich, oder hier irgendwo. Egal, Curie. Komm, du springst doch so gerne runter irgendwo. Ach, guck mal an. Hey, schrei gefälligst. Das war gar nicht die Frau. Ich wollte erst sagen, sie soll schreien wie eine Frau und nicht wie ein Mann. Aber dabei war das gar keine Frau. Okay. Dann hat er ja alles richtig. Nee, doch, es war eine Frau mit Männerstimme. Hat sie doch nicht richtig gemacht. Naja, jetzt ist zu spät. Jetzt brauchen wir ja auch nichts mehr zu sagen. Wow. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da so ein Müllkübel steht. Wo ist denn... Ach, ist doch egal. Lass sie jetzt. Wir laufen im Kreis. Wir sind wieder ein ganzes Stück zurückgelaufen. Wir müssen da lang. Lassen uns ablenken immer. Nicht immer ablenken lassen. Hey, Moment. Was ist das hier? Da steht doch. Mass Bay Medical Center. Da waren wir schon. Ja, aber auch hier drin? Ja, mit Sicherheit. Da wollen wir jetzt nicht gucken. Ich denke, wir wollen nach Covenant. Nach Covenant, denke ich, wollten wir. Schnell. Ist das etwas wert? Die Welt an der Oberfläche ist sehr verwirrend für mich. Und für mich erst, Curie. Ich denke manchmal, wir sind hier einfach, wir haben gar kein Ziel. Wir sind einfach planlos auf Plündertour, wie es mir vorkommt, manchmal. Ah, egal. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch alles mitnehmen. Das Ding ist ja kaputt. Ich dachte, das wäre noch intakt. So, was nehmen wir denn noch Schönes da? Was haben wir denn hier? Oh, ja. Die haben das Krankenhaus dann aber auch ein bisschen schon nach draußen verlagert. Im Laufe der Jahre. Ich habe Bilder von Tschernobyl gesehen. Das ist nicht witzig, aber... Da ist alles mit Pflanzen voll. Und hier? Ja, hier war alles verbrannte Erde. Das ist ein bisschen was anderes als so ein... Als so ein Nuklearreaktor, wenn da Bomben fallen, dann ist hier nur noch Asche, da wächst auch nichts mehr. Na, Curie, möchtest du hierbleiben? Mach erstmal eine Pause, Curie. Wir gucken dir zu, wie du pausierst. Jetzt hatte ich aber auch Durst. Und geht's weiter? Joa, geht weiter. Komm schon. Wir gucken später mal hier rein. Wir werden ja nochmal hier vorbeikommen wahrscheinlich. Ja. Was war's? Sei nicht so frech. Die hockt bestimmt da ganz oben drauf. Oh Mann. Die hat aber Probleme. Hey, was ist hier drin? Gar nichts. Haben die nicht mal Geräusche gemacht? Diese Pulowskis Selbstschutzbunker. Ein-Mann-Bunker. Na, hat er sich verlaufen? Curie, wir haben uns nicht verlaufen. Ich weiß ganz genau, wo es lang geht. Komm, ich gehe jetzt vor. Oh, waren wir hier schon drin? Ich glaube, nein. Ach, Warren Theater? Ich glaube, dahinter ist hier das grüne Juwel.
etwa nicht. Das grüne Juwel ist mitten in der Stadt. Alles, das ist egal, von welcher Seite man irgendwie in Stadtmitte geht. Es ist immer das grüne Juwel dahinter. Aber da vorne ist es doch. Hey. Ja. Wer hält uns hier an? Hört auf, uns anzuhängen. Ach, ich bin mir sicher, das ist doch immer Plastik, was uns hier angezeigt wird. Aber Plastik ist auch gut, da können wir eine Menge Jet herstellen. Wir sind sowas von im Kreis gelaufen diesmal. Oh nein, hätte ich nichts gesagt, hätte es vielleicht niemand gemerkt. Nur wünsche mal einen anderen Weg, sagt er. Das ist so weiß. Was ist das denn? Das ist doch kein Synth. Hey, wer bist du? Das ist doch ein Synth. Ach, das ist die neue Generation. Und er jagt Art. Nein, einen Anwärter der Brut. Da mischen wir uns auch nicht ein. Wo ist Art schon wieder? Gerade habe ich Art gesehen. Die sind auch überall. Egal. Wie gesagt, da mischen wir uns nicht ein. Stelle das Feuer ein. Na also, so im Kreis sind wir gar nicht gelaufen. Hier weiß ich jetzt ganz genau, wo wir wieder sind. Ach hier, wir haben immer noch nicht rausgefunden, wo das Radio ist. Der Vogel fliegt komisch im Baum. Ich sag mal nichts. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß ganz genau, wo wir sind. Und in der nächsten Folge laufen wir weiter im Kreis. Damit wollte ich doch nur sagen, dass diese Folge vorbei ist. Und dass ich mich bedanke für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ein Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.